Ich bin in Bremen Hauptbahnhof und ich werde jetzt 9 Stunden lang mit dem Zug nach Mannheim fahren. Prüfen, ob ich wirklich nach 9 Stunden dort ankomme. So, ich bin gerade hier in dieser Ortschaft hier gestrandet und natürlich werde ich Mannheim nicht nach 9 Stunden erreichen, sondern wahrscheinlich nach 10 Stunden oder noch länger. Warum ich hier gestrandet bin, das werde ich euch am Ende des Videos erzählen, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Und jetzt werde ich erstmal 1 Stunde warten auf den nächsten Zug. Ja, dann herzlich willkommen, ja, beim alpinen Gehirngulasch V3, ja. Und ich werde heute zum ersten Mal in diesen Schlafsack hier schlafen. Ich werde diesen rumtesten. Das ist mein neuer Schlafsack. Ich habe darin bereits 3 Nächte geschlafen und ich habe einen positiven Ersteindruck. Der Komforttemperaturbereich befindet sich bei 0 Grad Celsius und eignet sich hervorragend für die kältere Jahreshälfte, also für Herbst, Frühling und milderer Winter. Der Schlafsack ist mit Entendaun gefüttert, hält sehr schnell warm und aufgrund der Außen- und Innenschicht hält es Wasser und Wind richtig gut ab. Das habe ich in der Praxis getestet, als wir auf dem Berg bei minus 0,5 Grad Celsius vom Schneesturm umzingelt waren. Es ist überhaupt kein Wind durchgekommen und mir war kein Stück kalt. Das Video befindet sich im Schnitt und kommt bald. Also abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Der Schlafsack wiegt 1,5 Kilo und hat diese Größen. Ich kann zwar nach 3 Nächten keinen Langzeittest ziehen, aber es wird ab sofort mein bevorzugter Schlafsack außerhalb der Sommerzeit werden. Ich habe euch den Schlafsack ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem folgenden Code gibt es einen Rabatt, wenn ihr diesen Schlafsack ebenfalls bestellen wollt. Auf der Amazon-Produktseite gibt es diesen Schlafsack in verschiedenen Farben und Temperatureinstufungen. Ich habe die Option schwarz 0 Grad Celsius und schaut auf der Produktseite vorbei. Der geht bis 0 Grad Komfort. Naja, dann. Da bin ich echt gespannt. Hoffentlich wird es kein kalte Nacht. Pack ein, dass wir rauskommen. Zu spät. Es ist spät. Eine Bahnfahrt hat länger gedauert als wir geplant. Das war klar gewesen. So lange. Ich bin ein Vierer-Gesicht. Jawohl, das ist der erste Stück von vielen. Stück Nummer 2. Und es werden noch viel mehr Stücke gesägt. So, das Holz ist beschnitten. Und das wird jetzt gerade auf diesen Holzvergaser vertrocknet. Damit das danach brennt. Das sieht immer ausgebrannter aus. Das hört sich gut an. Muss ja. Guck mal hier. Hier vorne sind Helmuts beschnittene Kartoffeln. Die sind richtig geil. Die sind sogar vorgekocht. So sollen Kartoffeln gebraten werden und nichts anderes. Also gebacken meine ich jetzt. Das ist der beste Holzvergaserkoch. Zu 100%. Das wird jetzt so richtig geil lecker sein. Helmut ist der beste Holzvergaserkoch von der ganzen Universum. Ja, das wird immer besser. Jawohl, Universum ist sehr gut. So, das erste Kartoffelstück ist fertig. Erstmal kosten. Ich habe mich ganz leicht an der Zunge verbrannt. Ja, super. Aber sonst, wo das ein bisschen ausgekühlt war mit der Zunge, war das perfekt. Nahezu. Vielleicht noch so eine Prise Salz, noch mehr dazu drin. Was? Genau, so ein bisschen. Dann wäre richtig perfekt. Aber sonst ist schon richtig gut, so richtig knackig. Diese Kartoschka. Das war richtig voll cool. Genau, so sehen die aus. Die schmecken voll cool. Das sind Holzvergaserkartoffeln. Das Wichtigste ist das Salz. Salz ist geil. So, jetzt wird Zwiebel mit Speck beschnitten. Und die Eier hier vorne, die werden später auch noch beschnitten. So, neue Essensportion ist fertig. Und es schmeckt hammerlecker, voll holzvergast. Richtig, richtig gutes Essen. Das hat nichts zu vergleichen mit Fertiggerichten oder sowas. Und auch nichts zu vergleichen mit Restaurants und sowas. Also mit Billigrestaurants oder Imbisse oder sowas.
Das hier, das ist viel geiler mit Holzvergasung. Das kann ich nur empfehlen. Das schmeckt richtig gut. Ganz anders sogar. Und saftig. Naja, da ist schön Fett dran und sowas. Aber nicht zu viel und auch nicht ungesund oder so. Das fühlt sich nach gesundem Fett an. Und nach wirklich gesunden, wie heißt das Ding? Kohlenhydraten auch. Also das, was Kartoffeln an sich haben. Und dieses verfettigte Speck, das fühlt sich auch nach guten Proteinen an. Für Muskulaturaufbau, also die im Kopf herrschen. Also Gehirnmuskulatur, genau. Dafür ist es geeignet. Damit der Kopf fetter wird. So, ich habe gerade 2 Portionen gegessen und das ist Portion Nummer 3. Das werde ich jetzt gegessen. Ich habe ein bisschen meine Zunge verbrannt. Das ist voll geil. Deswegen schmeckt das cool. Es muss unbedingt dringendstens die Zunge verbrannt werden. Oh Scheiße, dieser Schlafsack hat sich jetzt gerade hier reingeknotet. Ja, mal ein Verschluss. Das ist voll scheiße, ich kriege den Verschluss nicht auf. Ich versuche das jetzt schon seit Minuten hier das zu lösen. Das war scheiße. So, ich habe es geschafft, dass mein Schlafsack sich entknotet hat von meinem Reißverschluss. Das war ja komplett verheddert. Und der geht genau hier auf. Ich habe jetzt meinen neuen Schlafsack ausgepackt. Und das wird mein heutiger Schlafplatz hier sein. Mit Helmuts Holzvergasergeräuschen und verfaulten Eiern. So, Helmut ist heimgefahren, der kommt morgen früh wieder. Und ich bin jetzt alleine hier unter diesem Unterstand. Und ich werde jetzt zum ersten Mal mit meinem neuen Schlafsack nächtigen. Und ich merke jetzt schon, dass der irgendwie anders warm hält als wie meine anderen Schlafsäcke. Weil das ist ein Daunen-Schlafsack. Und nicht so wie meine andere Schlafsäcke, die aus Kunststoff oder sowas bestehen. Genau. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied aus. Also so einen ganz anderen Ersteindruck. Ich bin gespannt, wie diese Nacht hier wird. Guten Morgen, ich bin wach. Ich habe in dem Schlafsack sehr, sehr gut geschlafen. Das war richtig geil gewesen. Mir war kein Stück kalt oder so. Das war sogar fast zu warm. Wir haben jetzt laut Thermometer diese Temperatur, also 6 Grad. Das war heute Nacht auf jeden Fall noch kälter gewesen als jetzt. Wir haben es jetzt 7:30 und das war auf jeden Fall hervorragend gewesen. Dieser Schlafsack hat Komfortbereich 0 Grad und das war sogar fast zu warm gewesen. Das war voll cool. Es war richtig geil gewesen, da drin zu schlafen. Das kann ich empfehlen. Macht mir auf jeden Fall einen positiven Ersteindruck. Ich denke, ich werde hier noch so ein bisschen chillen und auf Helmut warten. Der wird irgendwann bald kommen mit Frühstück. Mit so einem richtigen Frühstück. Das wird richtig geil sein, wenn er kommt. Und Frühstück herbringt. So, ich habe gerade mit Helmut geschrieben. Und wir treffen uns an einer anderen Stelle. Ich mache mich auf den Weg dahin. Ist bestimmt jetzt eine halbe Stunde Fußweg. Und da vorne fährt ein Schiff. Und das hier, das ist Rhein oder wie das heißt. Das ist dieser Fluss. Das ist ein richtiger Schwermetallfluss. Also wenn man den trinkt, dann hat man es richtig geschafft. Dann kommen Magenprobleme und sowas. Und andere Probleme, genau. Das ist Scheißwasser. Das ist ein richtig giftiger Fluss. Glaube ich. Hier vorne steht Spargel drauf. Ich war früher ein richtiger Spargel gewesen. Das schwöre ich euch. Guck mal, hier vorne fährt ein Schiff. Ein richtiger Vollfettschiff. 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 Schiff mit Fett dran. Vollfettschiff. Kennt ihr grüne Papageien? Mannheim hat ganz viele davon. Hier fliegen ganz viele davon frei rum. Also ich habe zwar heute noch keine gesehen, aber das letzte Mal, wo ich hier in Mannheim gepennt habe und fast beklaut wurde, während ich nicht geschlafen habe. Ich habe euch das Video unten verlinkt. Genau, da habe ich ganz viele davon gesehen. Die haben mich richtig belästigt. Weil die sind total laut. Die haben mich beim Schlafen gestört. Genau, ihr sollt euch das Video auch angucken, unbedingt. So, ich habe hier eine Bank gefunden. Und das hier ist, glaube ich, Treffpunkt vielleicht. Ich werde auf Helmut warten. Er müsste auf jeden Fall in der nächsten halben Stunde kommen. Und so lange warte ich auf ihn. Wir haben auf jeden Fall was vor. Obwohl, Helmut braucht ein bisschen länger. Wir treffen uns gleich beim Bahnhof. Der ist hier in der Nähe. Der ist vielleicht schon 12 Minuten von hier entfernt. Also fußläufig, also mit Füße. Ja, genau. Und dann trifft man sich dort, weil der... der Zug, der fährt bald. Der fährt in einer halben Stunde. Im nächsten Leben möchte ich unbedingt stark und fett werden. Ich möchte als verfettigter Hippo wiedergeboren werden. Weil die sind richtig stark und fett. Guck mal da ganz hinten. Da hinten ist Bahnhof.
Ach scheiße, jetzt habe ich die Ampel verpasst. Die war gerade grün gewesen, weil ich drauf gedrückt habe. Jetzt ist sie wieder rot. Ich war zu spät dran. Da war ich euch den Bahnhof zeigen wollte. Jetzt muss ich das schon wieder drauf drücken und warten, bis der grün kommt. Jawohl. Jetzt rüberlaufen, Start kommt. Ich bin gerade über die Straße rübergelaufen. Da vorne ist dieser Bahnhof von dieser Perspektive aus. Ich werde da jetzt gleich reingehen. Ich bin im Bahnhof drin. Gleich begegne ich Helmut. So, Helmut ist wieder da. Der Zug, der kommt gleich. Oder der kommt jetzt schon. So, wir sind in München angekommen. München Hauptbahnhof. Hier werden wir umsteigen. Wir haben hier ein paar Umsteigzeit, ein bisschen. Ich bin inzwischen wieder zu Hause und ich habe einen Hardcut gemacht. Beim nächsten Mal wird das Video fortgesetzt. Und ich wollte euch berichten, warum ich später in Mannheim eingekommen bin als wie geplant. Und warum ich in dieser einen Ortschaft gestrandet war. Und zwar, bevor ich in dieser Haltestelle gestrandet war, bin ich in eine Bahn umgestiegen. Und ich hatte einen ziemlich starken Harndrang gehabt und ich hatte mich einfach nur auf die Toilette gefreut. Als ich in die Bahn eingestiegen bin und der losgefahren ist, musste ich leider feststellen, dass die einzigste Toilette, die da verfügbar war, ausgerechnet kaputt war. Die war defekt. Ich konnte nicht pinkeln. Das ist voll scheiße. Kurz darauf wurde mein Harndrang so extrem unaushaltbar und kritisch, dass ich beim nächsten Halt unter Kurzschlussreaktion, als die Tür offen ging, 10% meines Harndrangs zwischen Bahn und Bahnsteig direkt in die Gleise entleert habe. Weil das war so kritisch und knapp gewesen, dass wenn ich 10 Sekunden länger gewartet hätte, ich mir wirklich in die Hosen gepinkelt hätte. Ich weiß, das hätte wirklich nicht sein gemusst und das gehört sich auch überhaupt nicht. Definitiv. Das ist totales Assi-Verhalten. Aber ich habe wirklich keine bessere Optionen gesehen. Und zwar, mir sind insgesamt 4 Optionen eingefallen. Option 1, ich entleere mich ein wenig zwischen Bahn und Bahnsteig, was ich getan habe. Option 2, ich nehme meinen schweren Rucksack, warte, bis die nächste Haltestelle kommt und gehe zur öffentlichen Toilette. Wobei ich diese Option streichen kann, weil schon alleine, wenn ich meinen Rucksack auf mir gezogen hätte, dann hätte ich mir schon ein eingenässt, weil ich so extrem kritisch war. Also da ging wirklich gar nichts mehr. Das war einfach so kritisch wie schon lange nicht mehr. Also genau in der letzten Grenze der Grenze, genau. Option 3, heimlich in eine leere Flasche reinpinkeln, wobei ich diese Option auch streichen kann, weil ich weder eine leere Flasche hatte, noch konnte ich das irgendwo heimlich machen, weil die Bahn ziemlich belegt war. Und Option 4, einfach stumpf in die Hosen reinpinkeln, wobei das selbsterklärend keine Option ist. Und ich hatte in diesem Moment extremes Pech gehabt, weil zufällig war die Polizei im selben Waggon und hat mich erwischt. Und die haben mir nicht ein, sondern 2 Anzeigen angezettelt. Einmal fürs Wildpinkeln und eine Anzeige, weil ich den Zug angeblich angehalten habe, obwohl ich nur maximal 10 Sekunden an der Tür stand. Weil ich selber den Zug nicht aufhalten wollte, habe ich so schnell wie möglich gemacht und war auch wirklich nur 10 Sekunden an der Tür. Mehr auch nicht. Ich werde jetzt die nächsten Tage Post bekommen und habe keine Ahnung, wie hoch dieser Bußgeld sein wird. Aber ich werde diese Situation auch genauso schildern, wie es auch wirklich passiert ist. Und warum ich in dieser einen Haltestelle gestrandet war, nachdem die Polizei meine Personalien aufgenommen haben, bin ich 2-3 Haltestellen später ausgestiegen, um die restlichen 90% zu entleeren. Ich musste die ganze Zeit richtig dringend. Das war nicht schön gewesen. Natürlich sehe ich das ein, dass es von mir nicht okay war, aber gegen so extremster Notdurft wusste ich einfach keine bessere Option, wie ich handeln sollte. Ich hoffe, dass das Bußgeld nicht so hoch wird, weil ich will einfach Touren finanzieren und nicht irgendwie eine Notdurft. Genau, das wollte ich euch erzählt haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Hier oben geht's zur nächsten Fortsetzung, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht's zu dem Video, wo man mich in Mannheim versucht hatte zu beklauen, währenddessen ich geschlafen habe. Schaut euch unbedingt beides an.